Also ich bin Jan Moser, bin 14 Jahre alt und komme aus der Oststeiermark. Ich war zuerst Nazareth-Kind und bin seit 4 Jahren jetzt Jugendlegionär im Jugendpräsidium Unterlimbach. Als Kind einer Legionsfamilie hat für mich einfach von Anfang an die Legion dazugehört. Mit 12 Jahren habe ich dann das erste Mal zur Sommerschule nach Maria Rockendorf fahren dürfen. Auf das habe ich schon sehr hart gewartet, weil Freunde aus dem Präsidium haben schon sehr begeistert davon erzählt. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe viele Freundschaften mit Jugendlichen aus ganz Österreich geschlossen und habe Legionäre aus Irland, Deutschland und Kroatien kennengelernt. Das Highlight der Woche war für mich immer die Straßen- und Musikapostolat in Wien. Und schon die Vorbereitung darauf war speziell. Da hat einer im Zug seinen Rosenkranz gesucht und dann hat jemand anders gleich vorgeschlagen, ihn zum Beten. Dann sind 10 Jugendliche im Zug nach Wien gesessen und haben den Rosenkranz gebetet. Und das war auch für den Schaffner speziell. In Wien angekommen sind wir dann zu zweit auf die Straßen gegangen und haben Menschen zur Anbetung in die Kirche eingeladen. Es hat natürlich viele Ablehnungen gegeben, aber auch viele faszinierende und schöne Begegnungen. Es ist schon eine Überwindung, fremde Personen anzusprechen, aber auch ein schönes Erlebnis, wenn jemand mitkommt in die Kirchen und auch Kerzen anzündet und ein paar Minuten bei Jesus verweilt. Zum Beispiel meine Freundin, die ist zufällig in unserer Firmengruppe eingerutscht, in der fortgeschrittene Firmengruppe am Böller Berg und hat vorher nicht wirklich was gewusst von Jesus und Maria und war ganz ungewollt, dass sie da dazugekommen ist. Und dann ist sie immer mehr in unsere Gruppen eingewachsen und dann haben wir sie mitgenommen zum Jugendtreffen und sie hat das immer mehr taugt und sie ist immer mehr aufgegangen darin. Dann haben wir sie einmal eingeladen zum Präsidium und zuerst war sie ein bisschen unsicher, weil sie halt das überhaupt nicht gewohnt war. Und jetzt ist sie seit 2 Monaten Legionärin in unserem Präsidium. Nach der Sommerschule komme ich immer mit vielen Eindrücken und neuem Wissen zurück. Und auch wenn es dann Phasen gibt, wo es schwierig ist und mich zu motivieren für das wöchentliche Treffen, dann erinnere ich mich an die Wochen in Maria Rockendorf und freue mich dann schon aufs nächste Mal. Aber eigentlich gehe ich immer gern zum Präsidium, weil dort lernt man mit und von den anderen Legionären und jede Woche wartet Maria auf mich. Also mein Name ist Elisabeth Moser, ich bin die Mama von der Clara und habe noch 2 Burschen zu Hause, eben den Legionären der Kurie Oststeiermark. Meine Wurzeln sind aber in Graz, das heißt, ich bin in Graz aufgewachsen. Zwar katholisch getauft, aber wir waren in der Familie nicht praktizierend. Erst so mit Anfang 20 hat für mich ein Weg im Glauben begonnen, weil so mein Heimatpfarrer, in der Dompfarrer, der hat ein gutes Gespür dafür gehabt, mich in die Pfarre hineinzuholen. Und ich habe dann auch in der Firmenvorbereitung mitgearbeitet, wobei ich rückblickend sagen muss, dass, glaube ich, ich in der Vorbereitung am allermeisten gelernt habe. Also ich glaube, ich habe mehr gelernt als die Firmenkandidaten. Einfach auch durch die Fragen, die sie gestellt haben, weil sie uns oft sagen müssen, es tut mir leid, das weiß ich nicht, aber das nächste Mal habe ich dann eine Antwort für euch. Also das war sicher auch mit, dass ich da im Glauben habe wachsen dürfen. Und das ist dann so weitergegangen, dass ich dann mit Mitte 20 für mich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich den Glauben wirklich leben wollte. Und da bin ich dann auch zum Dompfarrer gegangen und habe ihm das so gesagt. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte wirklich den Glauben so leben, wie es gehört. Und habe mir gedacht, der wird jetzt zu mir sagen, ja, das ist super, passt. Ne? Und er hat mich noch angeschaut und hat gesagt, das wird aber nicht immer leicht sein. Und ich habe gedacht, aber er hat recht gehabt. Ne? Er hat recht gehabt. Aber da war ich so voller Begeisterung und habe dann irgendwie auch eine Gruppe gesucht, wo ich mich einbringen kann, weil so im Pfarrgemeinderat, was manchmal so viel geredet worden ist, aber wenn was zum Tun war, war keiner da. Und genau in dieser Zeit, rückblickend, vielleicht hat mir die Mutter Gottes meinen Mann über den Weg geschickt und mit ihm habe ich die Legion Mariens kennengelernt und
beide übten und üben noch eine große Faszination auf mich aus. Gerade so am Anfang war die Faszination in der Legion für mich so dieses Hinausgehen. Aber so wie es die Petra auch gesagt hat, ist es vielleicht am Anfang wirklich, oder lang, darum sich gar nicht, dass ich immer gedacht habe, ich kann das so gut. Und ich habe was zu sagen und mit Leuten habe ich immer schon gern. Also das war wirklich so diese Faszination am Anfang und das war das Präsidium auch spannend in St. Josef. Wir haben vor allem Hausbesuche auch gemacht und gerade am Anfang dann im ersten Jahr, nachdem ich dabei bin, gleich Amtsträger war, noch im Komitium, das ist relativ schnell gegangen und dann sind wir auf BPC gefahren, nach Hamburg mit dem Pater Leo, mit dem Bruder Leo und dann auf Winterschule. Und nachdem wir dann aber geheiratet haben, ist so Legionsalltag eingekehrt. Da war dann nichts mehr mit überall im Land fahren. aber gerade mit diesem Legionsalltag habe ich das wöchentliche Treffen zum Schätzen gelernt. So wie die Petra das auch gesagt hat, dieses Verantwortlichsein für den eigenen Glauben, das ist schon irgendwie leichter, wenn man diese Regelmäßigkeit hat. Auch dieses Wort Verpflichtung. Also, es ist einfach schön zu wissen, dass die Gottesmutter und meine Mitlegionäre auf mich warten. Aber Verpflichtung ist halt so ein Wort, das in unserer Zeit so einen negativen Beigeschmack hat. Und das hat wahrscheinlich schon jeder von uns, der versucht hat, für die Legion zu werben, einmal gehört, dieses, ich will mich nicht verpflichten. Aber jetzt muss ich sagen, nach dieser Zeit in der Legion, diese Verpflichtung ist Geschenk. Und in diesem Zusammenhang bin ich vor kurzer Zeit über ein Zitat von Papst Benedikt XVI. Gestolpert und er sagt Folgendes: Der Mensch ist abhängig, das ist seine erste Wahrheit. Deshalb kann nur die Liebe den Menschen retten, denn die Liebe kann Abhängigkeit in Freiheit verwandeln. Also ich glaube, das haben wir auch heute bei den Vorträgen schon gehört. Es ist einfach eine Wahrheit, dass wir Menschen von unserem Schöpfer abhängig sind, und zwar jeder, egal ob er das weiß oder nicht und egal ob er das will oder nicht. Und gleichzeitig können wir auch sagen, dass wir von Maria, der Mittlerin aller Gnaden, abhängig sind. Weil sie will uns ja zu Jesus führen, direkt, ohne Umweg. Also das habe ich auch verstehen dürfen, weil ganz am Anfang, wie ich in die Legion gekommen bin, habe ich Maria eigentlich überhaupt nicht gekannt. Also ich dachte mir auch, wieso soll ich den Umweg über sie nehmen, wenn ich doch direkt kann. Aber das hat sich jetzt für mich auch geklärt. Und eben dieses Zitat von Papst Benedikt, da denke ich mir, dass sich manche Menschen unserer Zeit heute diese Abhängigkeit von Gott so vorstellen, wie so eine schwere Kette, die ihnen um den Hals liegt. Und da muss man möglichst dran zerren und versuchen wegzulaufen, um seinen Spielraum irgendwie zu erweitern. Und wenn man aber merkt, wie schön es ist, nicht davon zu laufen, sondern auf Gott zuzugehen und auf Maria zuzugehen, dann führt uns diese Abhängigkeit in die Freiheit der Kinder Gottes. Und so habe ich in der Legion durch Exerzitien, durch Einkehrtage, durch das Studium des Handbuchs und die Allokution ist bei den Treffen gelernt, mich immer mehr Maria anzuvertrauen. Und da ist eben auch die auch heute schon öfter gekommen, die wahre Marienverehrung nach Ludwig Maria von Montfort, einfach wirklich so eine Hilfe. Und ich denke, jeder, der schon länger in der Legion ist, hat es wahrscheinlich nicht nur einmal gemacht, sondern schon öfter. Und jedes Mal kriegt man ein Stückchen was anderes geschenkt. Und immer wieder, wenn man mit Menschen spricht, gerade auch über die Marienverehrung und dass wir Maria alles schenken sollen, dann kommt oft auch der Einwand, ob wir denn nicht Gott dann etwas vorenthalten. Das geht ja nicht, wenn wir das ihr geben, dann ist das ja vielleicht, dann halten wir Gott etwas vor. Und da habe ich heuer so ein schönes Beispiel gesehen, das ich mir als Mama so gut vorstellen kann. Wenn ein Kind was basteln möchte, und zum Beispiel zum Vatertag, und dann kommt es und fragt, Mama, wie kann ich das jetzt machen? Und dann hilft mir vielleicht bei der Karte und malt mit Bleistift dünne Linien, damit das schön gerade geschrieben wird. Oder man gibt ein Linienspiel her, oder man gibt eine Idee, was vielleicht gebastelt werden kann. Und zum Schluss hilft man dann noch und packt es schön ein. Und dann schenkt das Kind es dem Vater. Und ich denke, genauso ist es bei uns mit der wahren Marienverehrung. Wenn wir Maria alles schenken, also unsere Gebete, unsere Opfer,
jede Tätigkeit, die wir machen, und wir legen es in ihre Hände, dann will sie es ja nicht für sich selbst, sondern dann macht sie noch ein Mascherl drauf, vermehrt es noch, und dann gibt sie es an den Vater weiter, der sich dann vielleicht auch darüber gefreut hätte, wenn wir es ihm direkt geben, aber wenn wir es ihm durch ihre Hände geben, dann ist es einfach noch schöner. Und mit dem Bild habe ich es für mich einfach noch besser verstehen können. Und was mich eben noch so an der Legion fasziniert, ist, dass Maria jedes ihrer Kinder mit Geduld und Liebe annimmt. Also auch mich, die ich für viele Dinge einfach ganz lang gebraucht habe, um sie zu verstehen. Und so wie die Petra auch gesagt hat, je mehr man versteht, desto mehr merkt man auch, wie viel man noch nicht versteht. Und die Gottesmutter braucht einfach wirklich jeden, um das Reich Gottes auszubreiten. Jeden, der sein Herz öffnet, den möchte sie zu ihrem Sohn führen. Und dafür, das ist eben auch das, was wir heute am Vormittag schon gehört haben, dafür will Gott unsere Mithilfe. Und ein letzter Punkt, der mich immer wieder staunen lässt, ist eben genau diese Mithilfe. Und darum stimmt es wohl für unser Apostolat, wenn wir handeln, wie der heilige Ignatius von Loyola schreibt: Bete, als hinge alles von Gott ab, und dann handle, als hinge alles von dir ab. Ich wurde relativ spontan gebeten, Zeugnis zu geben. Darum wird es auch ein bisschen kürzer ausfallen. Aber ich möchte erzählen, wie ich zur Legion gekommen bin. Und das ist doch schon längere Zeit her. Und zwar, ich bin ja da aufgewachsen in Feldkirchen, ein Teil meiner Kindheit und meine ganze Jugend, würde ich fast sagen, habe ich da verbracht. In diesen Hallen auch. Ja. Und ich durfte hier Firmenunterricht haben mit 14. Normal Schule gegangen bin ich in Buntigam, aber Firmen, also Kirche, Pfarre waren wir da in Feldkirchen zugeordnet. Und der Firmenunterricht war ja, interessant. Ich kann mich erinnern an ein Bild, das ich zu Hause die Geheimnisse vom Rosenkranz auswendig gelernt habe. Auf der Küchenbank von meiner Mutter hat mich abgeprüft. Weil der Walter war unser Firmenhelfer und der hat gesagt, es gibt am Ende eine Firmenprüfung. Und das war ziemlich heftig. Aber wir haben alle gelernt. Ja? Und wir haben dann die Geheimnisse vom Rosenkranz, zumindest die Geheimnisse gekonnt, weil den Rosenkranz haben wir nicht gelernt, wie er geht. Aber ja. Nach der Firmung war das Ganze aus. Wir waren zwar ein Firmenausflug, wo wir angesprochen wurden zu einer Jugendgruppe, so einer Junglegio. Hat mich aber in Wirklichkeit nicht interessiert, weil ich habe ein anderes Hobby gehabt. Ich war im Wald unterwegs, ich war im Rhein unterwegs und war noch eigentlich viel zu viel Kind mit 14 für die Legio, dachte ich damals. Aber ein Freund von mir, mein bester Freund damals, hat gesagt, du, ich war jetzt einmal dort, das ist Klaas, der Erich, ja, geh mit. Und irgendwann, ich glaube, er hat es zweimal müssen sagen, also zwei oder drei Wochen später, habe ich gesagt, okay, ich gehe einmal mit. Und wir sind da aufgefahren mit dem Rad, haben unsere Räder da vorne abgestellt und da hinten vor der Küche, in dem Raum, sind wir zusammengesessen. Da waren 15 Jugendliche circa. Und wir waren die jungen Firmlinge und dann die Jugendlichen. Und jeder hat so ein Dessert vor sich hingekriegt und dann ist losgebetet worden. Und ich liest da, aha. Und dann habe ich die Eingangsgebete, die habe ich kurz mitgelesen und das passt, konnte ich mitbeten, dann steht der Rosenkranz und dann ist Vater unser und gegrüßet heißt du Maria, das steht da nicht mehr. Ja. Ja, und immer wieder das Gleiche, ich kann das eh, ja, ich war ja mal Ministrant, da kam Vater unser und gegrüßet heißt du Maria. Geheimnisse haben wir gelernt für den Rosenkranz, für die Führung, das hat auch funktioniert, aber ja. Und irgendwann ist er dann aus gewesen und dann ist weitergegangen. Ah, er steht schon wieder da. Dann ist das Gebet. So habe ich die Eingangsgebete kennengelernt und auch das Rosenkranzgebet das erste Mal bewusst wahrgenommen, obwohl es nicht da gestanden ist, wie es geht. Und ja, wir haben in dieser Junglegio in den ersten Monaten unsere Beziehung zu Jesus begonnen zu erarbeiten, möchte ich sagen. Wir haben die Bibel gelesen, nicht das Handbuch, damit wir überhaupt wissen, wovon wir reden und was da der Hintergrund ist. Und dort wurde eben bei den Treffen auch die Bibel gelesen und da hat jeder was gesagt dazu. Ich nicht, weil ich war der Jüngste oder der Kleinste und der hat sich nicht traut. Aber
Ja, wir sind dann, das Treffen war dann aus und wir fahren dann da mit dem Radl wieder runter in die Auen oder in der Mur, habe ich gewohnt. Und für mich war das damals so witzig. Also ich habe ein Gefühl in mir gehabt, dass ich seitdem in meinem ganzen Leben nicht mehr gehabt habe. Das war eine Freude, eine Liebe. Und ich habe nicht gewusst, ich habe keine Drogen genommen oder irgendwas. Dem Alter. Aber es war ein Gefühl, am liebsten hätte ich geschrien da am Rad, vor lauter Freude. Und das war so großartig. Und ich meine, ich laufe dem Gefühl heute noch nach, ja, muss ich echt sagen, das war so wunderschön. Und wie getragen habe ich mich gefühlt. Und natürlich bin ich dann wöchentlich immer wieder hergekommen, zu jedem Treffen, weil es einfach so schön war, weil wir Freunde geworden sind alle. Waren ein paar liebe junge Mädels dabei. Und ja, ich habe da Freunde gefunden und habe meine Liebe zur Gottesmutter gefunden. Und einen kleinen Teil oder so ein kleines Gefühl gibt's immer noch bei der Heiligen Eucharistie. Wenn man Jesus empfängt und so empfängt, dass man wirklich da ist, ja? Nicht durch den Lärm und die Hektik und die Hast, wie wir manchmal auch zum Gottesdienst kommen, geblendet sind, sondern wirklich da sind und uns Zeit haben und uns fallen lassen können. Und dann gibt's, darf ich das Gefühl wiederholen, aber eben nur so klein und nicht so groß, wie es damals gewesen ist. Ja? Und darum möchte ich jeden Sonntag und so oft wie möglich zumindest das kleine Gefühl und Jesus in mir zu haben und die Heilige Eucharistie mitzufeiern und mit der Gottesmutter. Und bei mir ist es dann natürlich weitergegangen. Wir haben dann Karnefest, haben wir heute schon gehört, Sommerschule in den 80er Jahren. Es waren einfach wunderschöne, wunderschöne Zeiten, wunderschöne Feste. Ich habe dann aber pausiert, ich habe Abendschule begonnen, ich habe geheiratet, Haus gebaut, Kinder gekriegt und da ist kein Platz mehr gewesen für die Legio, weil ich war eigentlich 24 Stunden am Tag eingespannt. Aber auch diese Phase hat geendet. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gegangen ist, aber die Gottesmutter hat mich wieder gerufen. Und meine Mitlegionäre haben mich eingeladen, wir waren ja trotzdem noch Freunde und haben feste Partys gefeiert im Sommer und so. Aber fürs wöchentliche Treffen war einfach nicht Zeit. Und wir haben uns trotzdem getroffen und dann haben sie gesagt, komm wieder einmal. Und ich bin, das war Ende der 90er Jahre, einfach wieder hingegangen und einmal, zweimal, dreimal, ich weiß nicht wie oft, aber ich habe dann wieder das Versprechen abgekriegt. Und seitdem bin ich da, ich wohne zwar draußen in Fasolzberg und bin in Heiligenkreuz am Wasen sehr intensiv tätig in der Kirche, in der Pfarre, aber zur Legio fahre ich daher jede Woche und zum Apostolat auch, ja, weil das gibt es bei uns unten nicht in Heiligenkreuz am Wasen. Und das ist mir einfach so wichtig, obwohl ich sagen muss, es fällt mir schwer, ja. Manchmal fällt es mir wirklich schwer, im Büro den Computer auszuschalten und sagen, so, jetzt fahre ich durch die Stadt da oben und gehe, mache meinen Arbeitsauftrag. Oder fahre zum Treffen runter nach Feldkirchen, diese halbe Stunde da durch den Stau, und das ist wirklich unangenehm. Und dann hat man den Arbeitsauftrag und man macht den Arbeitsauftrag im Auftrag der Gottesmutter mit der Gottesmutter und sie ist bei uns. Und wenn man fertig ist und wenn es erledigt ist und wir den zusammen vielleicht noch besprechen, den Arbeitsauftrag, wie er gewesen ist, wissen wir,
Es hat sich ausgezahlt. Gut, dass ich mich zusammengerissen habe, vom Ofen weggegangen bin zu Hause oder vom Büro heim. Es war schön. Ja? Jesus, das ist für mich, das habe ich jetzt in letzter Zeit oft nachgedacht, Jesus hat seine 12 Apostel ausgesandt. Er hat 12 Jünger gehabt und die haben seine Botschaft auf der ganzen Erde verbreitet. 12. Und wir dürfen mit der Gottesmutter auch Apostel sein. Die Gottesmutter ist die Königin der Apostel und wir sind Apostel und sie leitet uns und sie begleitet uns auf unseren Wegen, in unserer Arbeit, bei unseren Arbeitsaufträgen, bei unseren Gesprächen, bei unseren Werbungen. Ja? Überall, wo wir auch wirklich mit dem Herz dabei sind und wir kriegen so, so viel geschenkt dafür. Es wird alles, was wir einsetzen und für sie tun, für Jesus tun, dass wir Apostel sind, das Apostolat, das Jesus hinaustragen zu den Menschen. Wir kriegen das so viel, so ein Vielfaches zurück. Vielleicht nicht gleich sofort, aber es kommt, ja, es wächst, es ist ein Samen und wir irgendwann dürfen wir das ernten. Und wir kriegen alles zurück, was wir einsetzen und viel, viel mehr. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr mich wieder zurückgeholt habt. Das ist echt, ja. Ja, ich wurde auch gefragt, Zeugnis abzugeben und dann bin ich einmal zu Hause gesessen und habe gesagt, Zeugnis? Ich bin Lehrerin, ich vergib Zeugnisse, aber ich dachte, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, naja, die Petra hat halt so einen tollen Satz gesagt und der passt genau auf mein Leben. Was die Maria möchte, das bereitet sie lange, 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 lange vor. Ich bin 52 Jahre in ein paar Wochen und ich bin 2 Jahre jetzt bei der Legio. Das heißt, sie hat sich 50 Jahre lang Zeit gelassen. Aber sie hat mir Schritt für Schritt gezeigt, wohin ich gehen soll. Und ein paar Vorrauer haben mich heute schon gefragt, wo ich her bin. Und ich habe gesagt, ich bin eine geborene Birkfelderin, eine aufgewachsene Feitscherin, eine verheiratete Böllauerin und eine Hartberger Legionärin. Das heißt, ich war also lange, lange in anderen Stationen unterwegs. Das beginnt bei einer Kindheit in Birkfeld und in der Feitsch, mit absolut gar keinem Glauben, zumindest nicht väterlicherseits. Die Mama hat uns einfach in die Kirche geschickt, da hat gesagt, jetzt am Sonntag taufe ich, da ist so ein Haus mit Turm. Da geht es mit hinein mit der Oma, schaut, was die da tun. Also da war wirklich nicht viel da. Aber ich habe dann einen wunderbaren Religionslehrer gehabt. Und der Religionslehrer hat geheißen Dr. Canonicus Willibald Rodler, falls euch der noch was sagt. Und der hat mich tatsächlich in den Kinderchor geholt, weil er gesagt hat, du kannst gut singen. Komm zu uns in den Kinderkirchenchor. Und dieser Kinderkirchenchor war immer sonntags nach der Messe. Das heißt, ich bin dann jetzt schon Messe gegangen, um hinterher zur Probe zum Kinderchor zu gehen und von Dr. Rodler unterrichtet zu werden, nämlich, dass es einen Jesus gibt, der einen lieb hat. Das habe ich von meinen Eltern oder zumindest einmal, ja, nicht immer mitgekriegt, weil da war sehr viel Streit schon in dieser Zeit zu Hause. Und er ist aber dann leider nach Graz gekommen, nach meiner Erstkommunion. Und Kirche war dann für mich tatsächlich immer mehr ein Zufluchtsort. Also immer wenn es irgendwelche Probleme gegeben hat, war ich entweder in der Kirche, bei der Jungschergruppe, bei der Jugendgruppe, die ich dann später auch zwischendurch geleitet habe. Oder ich habe Christbaum schmücken geholfen, ich war im Vorgemeinderat. Also ich bin tatsächlich hingeflüchtet und habe gesucht irgendwie, weil es eben, wie gesagt, zu Hause nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo geht dann so eine Frau hin, um zu studieren? Auf die Pädagogische Akademie der Diözese Graz-Seckau. Und dort habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt.
Wir haben dann 4 wunderbare Töchter zusammen großgezogen. Und vor ein paar Jahren habe ich dann eine schwere Depression bekommen, die meinen Partner und mich vor eine sehr schwere Aufgabe gestellt hat und die wir so zusammen nicht mehr meistern konnten. Und im Zuge dieser Depression ist man da drauf gekommen, dass ein großer Tumor in meinem Gehirn gewachsen ist. Und der war wirklich nicht klein, bin ich jetzt im Nachhinein erst drauf gekommen, der war, wenn es interessiert, 12,5 cm groß, also ist schon ein großes Ding, das da drinnen gewachsen ist und das man tatsächlich herausbekommen hat. Es ist jetzt nur mehr so ein kleiner Finger drinnen und der ist genau am Hirnstamm drauf, das heißt, der kann nicht operiert werden. Und daraufhin tatsächlich bin ich das erste Mal in mein Leben, glaube ich, in die Kirche gegangen, um Danke zu sagen und sagen, Herrgott, was hast du noch vor mit mir? Warum bin ich noch da? Irgendwas muss da noch sein, weil sonst lässt du mich nicht auf der Welt, sonst da muss noch was sein. Und ich habe mich dann entschieden, das war vorher schon, dass ich den Lehrberuf einmal zwischenzeitlich aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie nach der Operation, wie das weitergehen wird. Und habe dann im Mender in Hartberg, das ist das alte Pflegeheim in Hartberg, habe ich angefragt, ob sie wen brauchen können, um die älteren Leute zu unterhalten. Heute würde man sagen, Animateur. Und sie haben gesagt, ja, ehrenamtlich kannst du immer kommen, da haben wir kein Problem, also komm. Also es ist daraus dann so eine Art Musikantenstadel geworden, so jeden Dienstag haben wir uns getroffen und ich habe mit den älteren Leuten Holleretteria, alles mögliche, also von Peters Bründele bis zu den wildesten Schlagern alles gesungen und es ist sehr gut angekommen. Es waren dann auch schon andere ältere Leute, die Gedichte aufgesagt haben, wir haben alte Lieder ausgegraben und aufgeschrieben und so weiter. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und auf diese Gitarre spielende große Frau ist dann ein gewisser Herr Dr. Erich Kuhn aufmerksam geworden. Das ist der Priester im Kloster. Und der Erich hat gesagt, du, ich habe nicht für die Messe im Mender nicht immer einen Organisten. Kommt das nicht einmal mit der Gitarre spielen. Und ich komme dann das erste Mal zu einer Messe, Donnerstagnachmittag, und sing ein Lied aus dem Sing Jerusalem. Und das war aber ungefähr so viel wie da jetzt. Und die älteren Leute haben mir alles angeschaut, so auf der Art, was ist das da gerade jetzt? Also ich habe gewusst, nein, das war nicht die richtige Liedwahl. Aber ich bin dann auch hineingewachsen und über diesen Dr. Erich Kuhn bin ich dann auch zur Legia gekommen. Er hat mich dann angesprochen, wir sind auf einen Café gegangen und ich war ein paar Mal dort dann auf Besuch. Und ich muss sagen, ich gehe jedes Mal aus so einem Treffen gestärkt hinaus. Also ich kann nicht sagen, ich gehe dorthin, ach Gott, das Knie tut mir weh, der Rücken tut mir weh, ich bin gerade heimgekommen oder ich habe noch was zum Vorbereiten und ich muss dann schnell wieder weg. Und in Wirklichkeit ist es dann so, je länger das dauert, desto besser geht es mir eigentlich. Und egal ob das Zeugnisse sind, die ich von den anderen höre oder Apostolatsberichte oder ob es das Handbuchstudium ist oder oft auch nur die Allocutio, manchmal nur das Hallo Monika, schön, dass du da bist. Das reicht oft schon. Und wie die Petra gesagt hat, Familie. Nicht nur Freunde, sondern tatsächlich Familie. Und ja, mehr kann ich jetzt dort. Ja, vielleicht, dass ihr wisst, sie war dann mit in Dublin in der Sommerschule. Und da muss ich heute noch im Leo Danke sagen, im Bruder Leo, danke, danke, danke. Der hat gesagt, so, da ist dein Platz, da drüben, da hast du 12 Medaillen und jetzt teile aus, mitten in Dublin. Und
und die Moni und eine zweite Schwester, die nicht einmal Hallo auf Englisch konnte, sind auf diesem Platz und haben tatsächlich die wunderschönsten Dinge erlebt. Also das ist ehrlich Wort. Den ersten, den wir getroffen haben, der mit seiner Frau dort gesessen ist und beide eigentlich tätowiert von oben bis unten, also eher ausgeschaut haben wie richtige Sandler. Und wir sagen, also I have a present for you, und also ich habe ein Geschenk für Sie und zeige ihm die wunderbare Medaille. Der nimmt eine Kette heraus, so, also ziemlich lang, mit so einem großen Kreuz drauf, und hat mich gebeten, die Medaille dazu zu hängen. Und da glaubt man momentan, das kann jetzt aber nicht wahr sein, oder? Also, mit dem haben wir 10 Minuten nur darüber gesprochen, wie schön es ist, an Jesus zu glauben, wie schön es ist, mit Maria zu gehen, wie schön es ist, in Dublin zu sein und in die Kirche zu gehen und so weiter. Das hätte ich denn von außen absolut nicht angeschaut. Und wahrscheinlich, wenn ich ihn irgendwo vor meiner Haustür gesehen hätte, damals noch, ich wäre nicht hingegangen. Ich habe mir gedacht, wie komme ich da am besten außen vorbei? Ehrlich. Und da hat es mich aber hintrieben zu dem Menschen. Der nächste, war eine wunderschön geschminkte Frau, die ist da gesessen und hat die Sonne genossen, was in Dublin sehr, sehr selten anscheinend vorkommt. Zu der sind wir hingegangen und sie sagt, ja, ich bin gerade in der Ehevorbereitung, ich warte gerade auf meinen Mann, der kommt aus Mexiko. Und sie selber war auch Mexikanerin. Und so ist es den ganzen Platz durchgegangen. Also wir wurden so getragen von Marias Schein, möchte ich fast beschreiben, vielleicht noch die letzte Begegnung, die wir gehabt haben. Es sitzt auf einem, da waren so kugelartige Steine aufgebaut, also nicht jetzt da irgendwie hin, sondern das war tatsächlich Design, sagt man halt. Und ich sitze dort ganz alleine und ich sage, weißt du was, eine Medaille haben wir noch und die gebe ich jetzt dieser Frau. Sie war, wie soll ich sagen, sehr, ja, sie hat sehr altes Gewand angehabt, also man hat gemerkt, sie hat keine reichen Eltern und sie ist selber auch nicht sehr reich. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt noch ein also habe ihr diese Medaille überreicht und sie sagt dann zu mir, ja, danke schön und sie freut sich sehr und sie glaubt an Maria und nur Maria kann ihr helfen und so weiter. Und ich segne sie dann noch und sage, und ich wünsche noch einen gesegneten Tag und setze mich zu meiner Partnerin dazu und sage, so, jetzt brauche ich einen Kaffee. Und wir wollen schon gehen und dann sehen wir, wie sie über die Straße drüber geht und ihr Hab und Gut nimmt. Das heißt, das war eine Obdachlose. Die hat zwar riesengroßes, wir hätten wahrscheinlich Ikea-Sackel, sie hat da was anderes gehabt, aber da hat man gemerkt, da ist der Polster drin, da ist die Decke drinnen und auf der anderen Seite Leergut und so weiter. Also das war richtig. Wir sind da gesessen, haben alle zwei so gesagt, jetzt brauchen wir nicht nur einen Kaffee, jetzt brauchen wir einen Schnaps dazu. Also das war wirklich, und deswegen möchte ich sagen, Maria führt uns dorthin, wo sie uns braucht und sie bereitet uns darauf vor. Einen Satz möchte ich noch sagen, weil wir zwar ungefähr aus der gleichen Gegend kommen und uns hat ein Pfarrer, oder mich zumindest, hat er sehr geprägt, das war der Pfarrer Ocherbauer. Ja. Und dieser Pfarrer Ocherbauer hat mich auch ein bisschen unter seine Fittiche genommen als Familienmama und hat gesagt, jetzt darfst du mal Lektorin sein und dann darfst du Kantorin sein und dann darfst du Kommunion austeilen. Und also quasi, er hat mich schon brauchen können. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du, ich habe nicht immer Zeit. Ich kann nicht. Und dann hat er den Satz geprägt, Moni, du hast ja für was anderes auch Zeit. Mehr möchte ich nicht sagen dazu.